Willkommen auf dem YouTube-Kanal von Just Sound Car HiFi und diesmal habe ich euch mitgebracht von Pioneer den Aktivwoofer TS-WX120A und den möchte ich euch jetzt mal ein kleines bisschen genauer erklären. Also, viel Spaß dabei! Bei diesem Aktivwoofer braucht ihr keine zusätzliche Endstufe, weil wie der Name Aktiv schon verrät, hier ist die Endstufe schon mit eingebaut und zwar eine 150 Watt Endstufe, also Maximalleistung 150 Watt. Dabei im Lieferumfang ist hier auch das Stromkabel und da es sich hier um eine voll digitale Endstufe handelt, ist das auch nicht besonders dick und mit 5 Meter Länge für die allermeisten Einbauplätze mit Sicherheit locker ausreichend. Was auch im Lieferumfang dabei ist, ist hier diese Pegelfernbedienung und hier könnt ihr nicht nur die Trennfrequenz einstellen, also bis zu welcher Frequenz dieser Woofer spielen soll, ab wann er sich rausnimmt, sondern ihr könnt hier auch den Gain einstellen, das bedeutet, wenn ihr hier den auf Minimum dreht, dann hält sich der Woofer relativ stark zurück, beziehungsweise es ist ja eigentlich keine Lautstärkeregelung, sondern ihr passt damit das Ausgangssignal eures Radios an das Eingangssignal von dem Woofer an, beziehungsweise in den allermeisten Fällen wird dieser Woofer ja für ein bestehendes Originalsystem verwendet, beziehungsweise für ein Lautsprechersystem, was am Autoradio läuft und nicht an der separaten Endstufe. Das heißt, Der Bereich, wo die Leistung ansteigt, hängt ja vom Autoradio ab. Also fangen wir langsam an, gehen dann gleichbleibend hoch. Es gibt Radios, die steigen wirklich sehr langsam an und gehen dann mit der Leistung abrupt nach oben. Und das könnt ihr hier an den, ja quasi an den Pegel von eurem Radio anpassen, sodass ihr nicht zu viel und nicht zu wenig Bass habt. Oder, wenn es gerade mal sein muss, den Bass voll reindrehen und schon geht's los. Wobei, eins muss man ganz klar sagen, wir reden hier über ein 13 mal 20 cm Lautsprecher bzw. Woofer. Also das Ding ist nicht besonders groß. Und grundsätzlich, je kleiner das Gehäuse, umso schwerer ist es auch, richtig Tiefbass oder richtig starken Bass aus so einem Gehäuse rauszukriegen. Und das Ganze ist insofern, ja, ich will nicht sagen eine Kompromisslösung, aber es ist halt eine Lösung, aus einem sehr geringen Platzbedarf schon ein ganz gutes Ergebnis zu erzielen. Das ist keine mega Wuchtbrumme, sodass ihr euch hier die Scheiben vibrieren oder sowas, aber ihr habt eine extrem gute Bassuntermalung und das ist ja das, was bei den meisten oder bei den allermeisten Lautsprechersystemen ab Werk oder wenn ihr keinen separaten Woofer oder eine Endstufe verbaut habt, was da einfach fehlt. Und dafür ist dieser TS-WX120A wirklich extrem gut geeignet. Ihr könnt den anfahren über Cinch. Also wenn euer Radio Cinch-Ausgänge bietet, haben wir hier dann entsprechend die Cinch-Eingänge. Oder ihr könnt auch über diesen Adapter, auch der ist im Lieferumfang enthalten, das Lautsprechersignal von euren Lautsprechern abgreifen und hier dann über den Hochpegeleingang gehen. Also auch das ist möglich. Wie gesagt, die Fernbedienung ist ansonsten noch im Lieferumfang enthalten und diverses Einbaumaterial, um den Woofer zu befestigen. Der Anschluss des Woofers erfolgt hier an der Unterseite, das zeige ich jetzt mal hier in die Kamera. Das ist einfach ein Kombi-Stecker und hier so ein TAE-Stecker für die Remote-Fernbedienung. Und das Ding macht schon eine ganz gute Performance, also ich bin da immer wieder überrascht, wenn die Kunden sagen, sie hätten nie gedacht, dass aus so einem kleinen Woofer hier wirklich was rauskommt. Und dazu gehört natürlich auch hier noch eine Bedienungsanleitung, wie das Ganze verschaltet wird. Das könnt ihr euch natürlich dann auch nochmal in Ruhe angucken, wenn ihr den Woofer nach Hause bekommen habt. Und für diejenigen, die den Woofer jetzt nicht unterm Sitz verbauen können, sondern vielleicht im Seitenteil, im Heck, da gibt es auch noch einen. Und zwar den hier, das ist der TS-WX210A. Das ist im Prinzip die runde Variante zum Hinstellen, deswegen steht er jetzt hier auch so schön da. Der kommt dann ins Seitenteil zum Beispiel, hat den gleichen Verstärker verbaut, hat auch eine Pegelfernbedienung mit dabei, hat auch das gleiche Anschlusskit hier mit dabei. Die Sicherung ist hier übrigens auch schon mit integriert. Also da braucht ihr nichts extra mehr kaufen, sondern ist alles schon dabei. Wie gesagt, den hier gibt es auch noch. Es gibt von Pioneer auch noch andere Aktivwoofer, den W500H zum Beispiel. Das ist dann so ein bisschen die stärkere Variante. Oder den 610A, auch das ist eine stärkere Variante. Die beiden anderen habe ich euch mal in der Videobeschreibung verlinkt. Und auch zu der Aktivwoofer-Sektion hier bei uns auf justsound.de, also bei uns im Shop. Da gibt es noch jede Menge andere Woofer. Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der aufgrund der Größenverhältnisse bei euch besser passen. Und schaut doch einfach da mal rein. Wenn ihr noch Fragen habt zu Aktivwoofern allgemein, dann wie immer einfach anrufen 06732 933 588 oder eine kurze E-Mail an support@justsound.de. Also viel Spaß und bis dahin alles Gute. Ciao.